Hallo Leute, heute habe ich wieder einen frühlingshaften Look für euch. Diesmal inspiriert von Emma Watsons Kampagne da, diese Lancôme Spring 2013 Look. Ich werde euch das Bild, was ich benutzt habe, so als Inspiration auch gerne in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr mal schauen, ob ich das so ein bisschen so getroffen habe. Aber ja, ist immer nur inspiriert, gell? Nur so zur Information. Und ich habe nicht die ganzen Produkte. Aber das macht ja auch gar nichts. Wie gesagt, man kann ja auch immer seine eigenen Produkte verwenden und dann daraus das Beste machen. Ich hoffe, euch gefällt das. Also mir gefällt es ganz gut. Es ist sehr, sehr sommerlich, sehr farbenfroh, aber durchaus tragbar auch im Alltag. Also es ist jetzt nicht so clownsmäßig oder so. Ich finde es so. Also ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ihr bleibt dran fürs Tutorial. Und viel Spaß dann dabei. So, ich habe schon Foundation aufgetragen, dann habe ich meine Augenbrauen nachgezogen und ein Auge vorbereitet. Ja, ich war fleißig. Was für Produkte ich alles verwendet habe, werdet ihr in der Infobox nachlesen können. Ich nehme zwei Kajalstifte für diesen Look. Wenn ihr solche Farben nicht findet, was aber eher wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil die gibt es auch in der Drogerie und so weiter, das findet ihr alles. Dann könnt ihr aber sehr gerne auch Pigmente nehmen. Ich würde sie dann nass auftragen, dann kommt das mehr raus. Oder ihr nehmt einfach Lidschatten, die würde ich auch nass auftragen am besten. Oder ihr nehmt einfach einen, oder flüssig Eyeliner gibt es auch in dieser Farbe. Aber um das noch richtig intensiv zu bekommen, würde ich vielleicht auch erstmal den Kajal nehmen und dann einen Lidschatten darüber setzen. Also es geht auf jeden Fall, ihr müsst nicht unbedingt diese zwei Kajalstifte haben. Man sieht leider sehr schwer auf dem Foto, was sie so auf dem Lid trägt ansonsten. Aber ich finde, man sieht ein bisschen, dass sie die Lidfalte definiert hat, deswegen würde ich das jetzt auch so machen. Ich nehme halt Painterly, einfach um meine Hautfarbe hier ein bisschen auszugleichen. Go Charlie Brown von Catrice und nehme so einen fluffigen Pinsel. Ich hoffe, das ein bisschen ab und verteilt es dann einfach nur in der Lidfalte, um die etwas zu definieren. Das sieht besser aus, als wenn da nichts ist. Dann nehme ich erstmal den blauen. Das ist so ein, ich zeige euch mal hier, dass ihr die Farbe ein bisschen besser seht, falls ihr sowas dann sucht. Das ist so ein richtig schönes Azurblau Metallic. Beide Farben sind Metallic, das ist sehr wichtig. Dann kommt es nochmal besser so raus. Ich ziehe einfach einen Eyeliner praktisch. Also vorne etwas dünner und hinten winge ich ein bisschen. Also ich gehe so in Richtung Augenbraue, Ende der Augenbraue, aber nur so ein kleines Schwänzchen so. Den Wimpernkranz entlang. Nicht auf die Wasserlinie, sondern nur den Wimpernkranz. Und da muss man eben auch ein bisschen öfter drüber gehen. Das finde ich sehr cool, das ist so ein richtig schönes tropisches Grün. Das heißt auch Tropical, glaube ich, die Farbe. Und da gehe ich nur so hinten drüber, weil dann habe ich so einen kleinen Verlauf, so einen Ombre-Effekt. Es wird erstmal so Azur, so Türkis und dann wird es hier so, oh, das sieht so toll aus, finde ich, dieser Verlauf. Das passt sehr gut und es sieht einfach interessant aus, nicht nur so eine einfarbig eben, ne? Auch unten. Am besten sogar, wenn man so tuscht, dass Mascara auch auf die Wasserlinie oben hinkommt. Das habe ich hier so ein bisschen gemacht. Ihr könnt natürlich auch einen schwarzen Kajal einfach nehmen, wenn ihr möchtet. Das verdichtet nochmal mehr die Wimpern. Da gehe ich immer einfach so rein. So, das war jetzt wirklich schnell gemacht, würde ich mal sagen. Jetzt geht es schon weiter mit dem Gesicht. Ich nehme einen Highlighter, und zwar so einen Flüssig-Highlighter. Ein bisschen so einen leicht schimmrigen. Ihr könnt natürlich auch einen Puder-Highlighter nehmen, aber ich finde gerade für den Sommer, das sieht irgendwie frischer aus, wenn etwas flüssig ist und nicht so pudrig wirkt. Das ist so sehr perlig, ihr werdet es jetzt sehen. Ich verteile das dann auf meinem... saubere Pfoten. Wahrscheinlich wieder nicht. Vielleicht auch so ein bisschen den Braunbogen rein. Das hat so einen ganz tollen Glow. Man kann es auch in die Foundation mischen. So. Und jetzt nehme ich einen Creme Blush. Da gilt das Gleiche. Ich nehme keinen pudrigen Blush, weil das dann, das sieht einfach besser. Es sieht also so frischer aus, natürlicher. Hier so rein und klopft das ein bisschen ab, damit ich nicht zu viel Produkt habe. Und zwar nehme ich den Blush auch als Kontur, das heißt so hier rein. Also ich mache immer so dieses Fischgesicht, aber gehe dann auch noch mit meinem Mund so ein bisschen so schief, wisst ihr, was ich meine? Dann kann ich das noch mehr so fühlen, wo das hier so tiefer reingeht, weil ja, ich habe ziemlich so Pausbäckchen. Dann noch für die Lippen nehme ich von Revlon Lip Butter die
die Farbe Peach Buffet, einer meiner Lieblingslippenstifte. Und ich finde, die passt sehr gut. Das soll halt sehr schön glänzend sein. Und so ein bisschen rosa, Peach. Eigentlich die perfekte Farbe. Und fertig ist der Look. Also mir persönlich gefällt er sehr gut. Ich glaube, das ist was so für den Sommer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das ist, wie gesagt, so Emma Watson inspired Lancôme Spring Look 2013. Bla bla bla. Ja, und so sieht es aus. Ich zeige es euch nochmal. Ich bin mal kurz still. Und ich hoffe, ihr schaltet auch noch in den ersten. Der ist auch ganz schön. Ist auch nochmal was anderes. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Tschüss.